Der Inbegriff der schönen Frau wurde geprägt von Botticelli, einem der größten Künstler der Renaissance in Florenz. Er zeigt die schaumgeborene Venus aus einer Muschel aufsteigend in der ganzen fraulichen Schönheit. Die frauliche Schönheit ist auch in dieser kleinen Figur von Safronow zu sehen. Allerdings wird sie unterstützt durch Strümpfe, durch einen Slip, durch den BH und das Ganze wohl aufeinander abgestimmt als Reizutensil. Das heißt, diese Venus braucht noch ein bisschen Puder, damit sie besonders schön ist. Und dann schwirren die Hammerhaie um sie wie die Motten um das Licht. The Big Spencer, das Big Sponsor, diejenigen, die sich etwas so Schönes leisten können. Auch hier ist die Fragestellung, ist sie natürlich so schön oder ist sie so schön, weil sie sich selbst darstellt wie eine Ware? Unten in der Muschel ist keine Perle, sondern da liegen die Geldscheine, wie beim Table Dance.